Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. In der letzten Woche hatte ich euch ja bereits die Möglichkeit vorgestellt, wie man sich so einen Field Monitor mit günstigen Mitteln selber bereitstellen kann und hatte euch auch gleichzeitig diesen kleinen Rig vorgestellt, den man auf den Blitzschuh der Kamera montiert, damit man halt schöne Kamerafahrten machen kann. Jetzt ist es aber so, dass man vielleicht auch mal Aufnahmen von sich selber machen möchte, beispielsweise, dass die Kamera 5 bis 10 Meter von einem entfernt steht. Und man sich langsam auf diese Kamera dann hinzubewegt. Und ja, das wäre halt mit dieser Lösung, wie ich es letzte Woche vorgestellt habe, nicht umsetzbar. Man bräuchte ein Stativ. Und genau zu diesem Zweck haben sich diese Gorilla-Pods sehr erwiesen. Ja, und dieses Gorilla-Pod-Rig, das stelle ich euch heute mal genauer vor. Viel Spaß beim heutigen Film. So, das hier ist also das Gorilla-Pod-Rig. Und ihr seht es hier schon. Hier sind so zwei kleine Ärmchen dabei. Plus halt die drei normalen Standbeine und ich packe das Ganze jetzt einmal aus. Wie ihr sehen könnt, ist es hier ein komplett neues Gorilla-Pod. Fangen wir erstmal mit dem normalen Stativ an. Ich denke, Gorilla-Pods an sich, die werden euch schon ein Begriff sein. Generell ist es so, dass diese Beine hier komplett beweglich sind, flexibel sind. Man kann sie also auch zum Beispiel um einen Ast herumwickeln oder auch so abknicken, dass man das Ganze wie so einen Griff vor sich halten kann. Und natürlich kann man das Ganze auch ganz einfach hinstellen. Das Tolle daran ist halt, dass die Beine komplett flexibel sind. Man kann sie also hindrehen, wohin man möchte. Man kann sie wickeln, wie man möchte, mehr oder weniger. Hier sind so Gumminoppen dran. Das heißt, wenn man das Stativ jetzt zum Beispiel um ein Geländer herum wickelt, dann halten zum einen die Beine selber durch die Kraft an dem Geländer fest und dieser Gummi sorgt halt dafür, dass das Ganze nicht verrutschen kann. So, außerdem haben wir im Lieferumfang dabei einen Kugelkopf. Der macht auch einen wirklich guten Eindruck. Und jetzt hätte ich den schon fast draufgeschraubt, nur da habe ich was vergessen, denn wir benötigen hier diese Klammer noch. Und ihr seht es schon, die Klammer passt also genau hier drauf. Und hier an der Seite sind noch jeweils zwei Gewindefassungen. Und die dienen halt dazu, diese beiden separat enthaltenen Ärmchen zu montieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo unten und oben ist. Ich denke mal, das Jobi wäre so rum richtig zu lesen. Also denke ich mal, dass die beiden so rum hier drauf kommen. Den Kugelkopf noch drauf. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Und diese beiden Ärmchen, die bieten mir halt die Möglichkeit, zum einen, da sie auch frei verstellbar sind. Das Ganze geht jetzt natürlich am Anfang, wo das Gorilla-Pod neu ist, noch etwas schwieriger. Aber ich habe halt die Möglichkeit, hier ebenfalls zum Beispiel einen kleinen Kugelkopf drauf zu montieren. In dem Fall hier müsste ich jetzt den Fuß abschrauben. Die Handyklemme mache ich ebenfalls mal kurz weg. Und jetzt kann ich den Kugelkopf einfach direkt hier auf diesem Ärmchen montieren. Ich mache das Ganze jetzt mal runter und stelle es mal so hin, weil es dann einfacher zum Filmen ist. So, hier drunter wäre jetzt natürlich noch die Beine. Die habe ich jetzt mal abgeschraubt, damit ich etwas weiter herunterkomme und ihr mehr von dem Bild sehen könnt. Ich habe mir also jetzt hier jeweils einen Kugelkopf auf die Ärmchen draufgeschraubt. Hier oben drauf säße halt noch der normale Kugelkopf, wo drauf die Kamera montiert werden kann. Die Platte hier ist, bin mir nicht sicher, ob es eine Arca Swiss kompatible ist. Es sieht aber ganz danach aus. Schön ist hier auch, dass hier dieser D-Ring direkt an der Schraube dran ist. Das heißt, wenn man die Kamera montieren möchte, braucht man kein zusätzliches Werkzeug mehr, wie zum Beispiel ein kleines Taschenmesser oder einen Schraubendreher, sondern kann das einfach festschrauben. Ich habe jetzt mal hier meine FZ2000. Die montieren wir jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt hier einmal die Kamera, wo ich den Stativkopfadapter festgeschraubt habe. Auf der Kamera, auf dem Blitzschuh sitzt direkt mein Mikro. Das ist jetzt das Rode VideoMic Go. Und an den beiden Ärmchen hätte ich jetzt auf der einen Seite einmal ein Videolicht montiert und auf der anderen Seite meine Handyklemme. Ja, und somit habe ich wieder alles so parat, was ich brauche. Also Mikrofon, Licht und auch meinen Field Monitor. Das Ganze baue ich jetzt noch einmal zusammen, dass ihr mal seht, ob das Gorilla-Pod Rig das ganze Equipment tragen könnte. So, und wie ihr sehen könnt, stellt auch das kein Problem dar. Also ich habe jetzt hier den Field Monitor, Kamera mit Mikrofon, das Videolicht. Das Ganze halte ich jetzt hier nur mit diesem Gorilla-Pod.
Das geht natürlich ganz schön in die Arme, weil es auch nach vorne Kopfplastik ist. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, das ganze Equipment so zu tragen. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass man das so tragen kann. Und auch wenn ich das jetzt nach vorne kippe, da fällt also nichts nach unten. Es hält alles sehr stabil. Das Joby Gorillapod Rig ist für bis zu 5 Kilo ausgelegt. Ich denke mal, damit ist aber das komplette Equipment gemeint, was halt darauf getragen wird. Aber wie ihr seht, das ist also wirklich überhaupt kein Problem. Und mit einer Hand ist es halt schwer zu halten, weil das Gewicht ganz schön nach vorne zieht. Ihr habt es am Flattern des Mikrofons gesehen. Aber ihr seht, das ist also überhaupt kein Problem. Und das Tolle ist halt, man kann jetzt halt hier unten die Beine irgendwo an einem Ast festwickeln oder halt an einem Geländer. Oder man kann das Stativ natürlich auch einfach irgendwo draufstellen, ganz normal. Und dann hat man sein komplettes Equipment zusammen, um coole Aufnahmen machen zu können. Finde ich eine super geile Sache von Joby, was sie da rausgebracht haben. Damit der ganze Lieferumfang des Pakets einmal komplett ist, also ihr erhaltet nicht nur das Stativ, diese beiden Ärmchen und den Coolkopf, sondern auch so einen Gurt. Der Gurt ist halt sehr praktisch, zum einen als Tragegurt, das heißt, man kann sich das einfach über die Schulter schmeißen, das Stativ, dann baumelt das so unterm Ärmel halt hier, ist halt sehr angenehm zum Tragen. Aber viel interessanter ist halt die Möglichkeit, dass man das Stativ dann, ich zeige das jetzt mal so, zum Beispiel so an einem Baum positionieren kann. Und mit dem Gurt geht man dann einmal um den Baum rum, zieht das Ganze stramm und dann hat man noch etwas mehr Stabilität, dass das halt nicht runterfallen kann. Finde ich also ungeheuer praktisch. Da hat sich Joby echt was Cooles einfallen lassen. Das Stativ kostet normalerweise um die 130 Euro. Ich habe es allerdings für 105 Euro bekommen. Fand ich für ein Stativ von Joby ein sehr guter Preis. Die normalen Gorillapods, die liegen ja alle so um die 80 bis 120 Euro, sage ich mal, je nachdem, ob man jetzt das Dreier haben will, das Fünfer oder was es da alles für welche gibt. Mittlerweile haben die eine richtig große Produktpalette. Aber ich denke, so für den Einsatz für YouTube-Filme zu machen oder überhaupt so als Vlogger ist das ein ungeheuer praktischer Gegenstand, den man sich in seinem Equipment auf jeden Fall dazu holen sollte. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar dazu da, liked mein Video und abonniert den Kanal. In dem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.